Unser allseits höchst beliebtes Thema, und zwar der neue Flughafen in Istanbul, den wollen wir mal trotz der aktuell sehr interessanten Nachrichtenflut nicht außer Acht lassen. Denn da ist heute was passiert, worauf wir jetzt schon eine ganze Weile gewartet haben. Aber es scheint alles ganz gut zu funktionieren. Heute ist nämlich Turkish Airlines die größte türkische Fluggesellschaft und eben genau die Fluggesellschaft, die von diesem neuen riesigen Flughafen massiv profitieren soll. Die sind heute dahin umgezogen. Und wie das funktioniert hat und ob das alles ganz gut funktioniert hat und wie es jetzt mit dem riesigen Flughafen in Istanbul weitergehen soll, das schauen wir uns heute mal ganz genau an und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Also, das Datum für den großen Umzug zum neuen Flughafen, das wurde gerade erst vor einiger Zeit bekannt gegeben und das ist jetzt halt an diesem Wochenende. Das heißt, jetzt gerade, genau in diesem Moment, ziehen alle vom ehemals größten internationalen Flughafen der Türkei, dem Istanbul Atatürk Airport, der bis zuletzt etwa 68 Millionen Passagiere pro Jahr abgefertigt hat und damit nur geringfügig kleiner ist als der Frankfurter Flughafen, der größte Flughafen hier in Deutschland. Von dem aus ziehen jetzt alle zum neuen Flughafen in Istanbul um. Und der liegt etwa 35 Kilometer nordwestlich vom alten Flughafen. Ungefähr genauso aufwendig wie dieser Satz eben gerade dürfte die logistische Herausforderung sein, die man sich mit diesem Umzug jetzt aufgehalst hat. Innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von ziemlich genau 2 Tagen, einen riesigen internationalen Flughafen an einen anderen Ort zu verfrachten, das ist schon ganz ordentlich. Dafür hat die größte Fluggesellschaft des Landes, Turkish Airlines, ihren regulären Flugbetrieb heute eingeschränkt, nicht eingestellt, sondern eingeschränkt. Aber der Flugbetrieb zum Istanbul Atatürk Airport, der kam heute fast komplett zum Erliegen. Und trotzdem ist der Umzug der knapp 300 Turkish Airlines Flugzeuge wohl mit die am leichtesten lösbare Problematik hier bei dieser ganzen Aktion. Denn Flugzeuge haben nun mal den enorm großen Vorteil, dass sie meist ganz einfach an einen neuen Ort fliegen können. Das heißt, da musste jetzt wahrscheinlich einfach wahnsinnig viel organisiert werden, aber unterm Strich war es dann doch, was die Flugzeuge anging, recht einfach. Heißt, die Maschinen, die gestern zum Beispiel für die Langstrecke noch ausgegangen sind am Istanbul Atatürk Flughafen, die sind da gestern ganz normal gestartet, sind dann in Richtung Amerika abgehoben oder auch nach Asien geflogen und heute kommen sie alle wieder zurück, landen dann aber nicht am Atatürk Flughafen, sondern eben am neuen Istanbuler Flughafen. Dort bleiben sie vielleicht etwas länger am Boden als sonst, als es sonst üblich wäre, aber trotzdem der reguläre Flugbetrieb wird da nur in gewissen Maßen eingeschränkt. Die letzte Maschine, mit der man das ganz genau so gemacht hat oder ganz genau so machen wird, ist eine türkische Airlines Maschine, die heute Nacht um 2 Uhr noch Richtung Singapur rausging. Die wird dann heute im Laufe des Tages wieder am neuen Istanbuler Flughafen ankommen und von dort aus geht der Flugbetrieb für dieses Flugzeug dann ganz normal weiter. Mit vielen Kurz- und Mittelstreckenmaschinen, aber auch noch mit vereinzelten Langstreckenflugzeugen hat das aber nicht ganz so einfach funktioniert. Da konnte man nicht noch irgendeine ganz normale Rotation dazwischen legen. Das heißt, die Fluggesellschaft ist heute schon den ganzen Tag damit beschäftigt, große Verkehrsflugzeuge vom Istanbul Atatürk Flughafen aus zum neuen Istanbuler Flughafen fliegen zu lassen. Und wie gesagt, das sind 35 Kilometer Luftlinie. Das kürzeste, was ich heute Morgen da noch im Internet gesehen habe, waren 6 Minuten Flugzeit für diese Strecke. Die Maschinen steigen dabei nur auf etwa 3000 Fuß. Dann gibt es eine Linkskurve und dann hängen die sich direkt wieder auf das Instrumentenlandesystem des neuen Istanbuler Flughafens. Also schon mal eine sehr interessante Sache, weil das doch eine ziemlich große Anzahl an Flugzeugen ist, die da heute von einem Flughafen zum nächsten verfrachtet wird. Sehr viel aufwendiger ist wohl all das, was zu so einem Flughafen dann halt noch dazugehört, außer Flugzeuge. Also aktuell sind, der Umzug soll insgesamt 45 Stunden dauern, aktuell sind knapp 2000 Mitarbeiter damit beschäftigt, am Istanbul Atatürk Airport alles abzubauen, auch die ganzen Fahrzeuge des Flughafens einzupacken und sie dann mit 5000 Lkw-Ladungen zum neuen Istanbuler Flughafen zu bringen, der durchaus ein ganzes Stück außerhalb der Stadt liegt. Dafür sperrt man das ganze Wochenende bestimmte Straßen ab, damit das alles reibungslos funktioniert und man da einfach einen riesigen Konvoi an LKWs hinschicken kann. Aber gut, in der Nacht von Sonntag auf Montag muss das dann spätestens alles wieder aufgebaut sein und auch betriebsbereit sein. Sonst funktioniert dieser Flughafen nicht, aber das werden die schon hinbekommen. Allein für Turkish Airlines, die ja dann auch an dem neuen Flughafen beheimatet sein wird, allein dafür benötigt man 700 Lkw-Ladungen voll mit Equipment. Währenddessen werden dann ja aber schon die von Istanbul nach Istanbul heute Morgen überführten Flugzeuge, die werden dann schon wieder für den ganz normalen Passagierbetrieb fertig gemacht, beziehungsweise für eine ganz normale Rotation fertig gemacht. Denn wenn jetzt die anfangs erwähnten, heute noch im Laufe des Tages eintreffenden Langstreckenmaschinen, wenn die jetzt alle zurückkommen, dann wird es ja schon wieder richtig schnell sehr eng am neuen Istanbuler Flughafen. Eine Airline dieser Größe hat ja nicht all ihre Flugzeuge zur gleichen Zeit an einem Flughafen stehen und wartet, bis dann schönes Wetter kommt oder sowas, sondern die Dinger sind überall auf der ganzen Welt verteilt.
verteilt oder befinden sich dort, wo sie hingehören, und zwar in der Luft. Und aus dem Grund ging Turkish Airlines mit einer der heute Morgen umgezogenen Maschinen direkt mal um kurz nach 13 Uhr schon wieder an den Start, setzte sie auf einen ganz normalen Passagierflug nach Ankara. Da war die erste Maschine schon wieder draußen. Alle anderen Flugzeuge und auch alle anderen Fluggesellschaften, die kommen dann jetzt noch im Laufe des Tages dazu, beziehungsweise ist morgen ja quasi auch noch offizieller Umzugstag. Beispielsweise musste die Lufthansa auch heute ihren Flug nach Istanbul erst einmal aussetzen, aber morgen wird die Maschine aus Deutschland wieder in die Türkei fliegen und dann auch am neuen Istanbuler Flughafen landen. Was auch noch ganz interessant ist, die beiden Flughäfen, also der Istanbul-Atatürk-Flughafen und der neue Istanbuler Flughafen, ich habe schon ganz schön auf Istanbul, glaube ich, heute gesagt, die haben heute Morgen auch noch ihre Kennung getauscht, den sogenannten Drei-Letter-Code. Denn vorher hatte ja der Istanbul-Atatürk-Airport die Kennung IST oder India Sierra Tango, wie auch immer. Und der neue Istanbuler Flughafen, der hatte bis jetzt India Sierra Lima. Und jetzt haben die das getauscht. Das heißt, der neue Airport hat ab heute die Kennung India Sierra Tango und der Atatürk Flughafen hat India Sierra Lima. Also, es hat sich doch gar nicht so viel geändert. Es gab einfach nur einen riesigen Umzug. Ein Umzug, der dafür gesorgt hat, dass die Luftfahrt in der Türkei jetzt wahnsinnig viel an neuem Potenzial hat, was sie in Zukunft nutzen kann. Mit dieser Aktion hier an diesem Wochenende kann man jetzt auch den neuen großen Flughafen in Istanbul, den kann man jetzt auch wirklich als eröffnet betrachten. Das, was nach der Eröffnung Ende Oktober 2018 da so abgegangen ist, das war ja nicht so wahnsinnig viel. Das war sehr, sehr eingeschränkt. Da gab es tatsächlich pro Tag immer nur eine sehr begrenzte Anzahl an Flugverbindungen. Das konnte man alles durchaus eher so als Testlauf betrachten. In den ersten zwei Monaten, also im November und Dezember 2018, wurden am neuen Istanbuler Flughafen etwa 100.000 Passagiere abgefertigt. Das ist in etwa so die Größenordnung, die man auch mit dem Flughafen in Friedrichshafen am Bodensee erreicht. Jetzt aber kann man davon ausgehen, dass an diesem Wochenende quasi der komplette Atatürk-Flughafen zum neuen Istanbuler Flughafen umgezogen ist, mit allem, was dazugehört, mit allen Fluggesellschaften und damit auch mit allen Passagieren. Heißt, es gibt jetzt am neuen Istanbuler Flughafen auch direkt mal eine nahezu garantierte Anzahl von knapp 70 Millionen Passagieren pro Jahr. Damit könnte man sich nicht mehr in diesem Jahr, das wird man nicht mehr schaffen, aber im nächsten Jahr direkt mal unter die Top 20 der größten internationalen Flughäfen der Welt einreihen. Damit hängt man tatsächlich ein gutes Stück hinter dem Zeitplan. Natürlich nicht annähernd in dem Maße, wie das hier beim Berliner Flughafen in Deutschland der Fall ist. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Aber man hat sich durchaus verspätet. Eigentlich sollte der große Umzug ja mit der Eröffnung Ende Oktober 2018 stattfinden. Daraus wurde dann nichts. Es wurde der Jahreswechsel draus gemacht. Es wurde dann immer alles immer weiter nach hinten verschoben. Mittlerweile befinden wir uns im Monat April. Aber damit ist jetzt auch quasi der größte Step geschafft. Jetzt müssen wir einfach die nächsten Tage mal beobachten, ob man es da am neuen Istanbuler Flughafen auch hinbekommt, den Betrieb wieder richtig zum Laufen zu bringen. An der Stelle wollte ich nur mal schnell an die Eröffnung des 5. Terminals am Flughafen London Heathrow erinnern, denn da hat nämlich in den ersten Tagen und Wochen ziemlich genau gar nichts geklappt. Da gab es massive Computerprobleme, massive Probleme mit der Gepäckabfertigung, was am Ende des Tages dafür gesorgt hat, dass etwa 28.000 Koffer nicht in den Flugzeugen lagen, in denen sie eigentlich hätten liegen sollen, und das ist für die Passagiere gerade in einer so großen Anzahl und damit natürlich auch für den Flughafen ein riesiges Problem. Aber in Istanbul hatte man ja genug Zeit zum Planen, hat man scheinbar auch ganz gut gemacht, denn das, was ich jetzt eben noch so beobachten konnte, kurz bevor ich das Video aufgenommen habe, was ich da noch so im Internet sehen konnte, das deutete alles schon mal darauf hin, dass das wirklich alles wahnsinnig gut da unten funktioniert. Nur mal so als Beispiel, um das ein bisschen zu verdeutlichen, die Boeing 777, die man heute Morgen noch vom Flughafen Istanbul zum Flughafen Istanbul geflogen hatte, die konnte man mittlerweile schon wieder beobachten, wie sie sich mit Passagieren auf den Weg nach Chicago gemacht hat. Und das bevor die gestern am Istanbul Atatürk gestartete Boeing 777 und dann nach Chicago geflogen mit Boeing 777 am neuen Istanbuler Flughafen angekommen ist. Also genauso soll das sein, so soll das funktionieren. Und wenn das jetzt mit allen Fliegern so klappt, dann hat man den normalen Betrieb heute Abend schon wieder am Laufen. Alles weitere an wichtigen und interessanten Informationen zum neuen Istanbuler Flughafen haben wir auch schon in anderen Videos mal ganz ausführlich besprochen. Erst einmal ist der neue Flughafen auf jeden Fall zugeschnitten für Umsteigepassagiere und die sollen dort einfach alles bekommen, was man sich im Jahr 2019 so als Umsteigepassagier an so einem internationalen Flughafen wünschen und vorstellen kann. Beispielsweise hat man die Möglichkeit, über eine App in den Duty-Free-Läden des neuen Istanbuler Flughafens etwas zu bestellen. Beispielsweise, wenn man gerade mit einem mit Internet ausgestatteten Flugzeug auf dem Weg von Europa nach Istanbul ist, dann bestellt man dort einfach was, holt das dann nur noch ab und fliegt dann am neuen Istanbuler Flughafen weiter in Richtung Asien zum Beispiel. Dazu soll es 8 Roboter geben, die im Terminal 1 verteilt sind und einem dann helfen sollen, das richtige Abfluggate zu finden. Und es soll selbstverständlich auch neuere, größere Lounges geben für die First- und Business-Class-Passagiere von zum Beispiel Turkish Airlines oder anderen Fluggesellschaften,
die dann sich da mal ein paar Stunden um die Ohren hauen müssen. Die Räumlichkeiten sind da scheinbar dreimal größer als am Atatürk-Flughafen. Alles, wie gesagt, sehr viel luxuriöser, sehr viel moderner. Aber das zu beurteilen, das überlassen wir lieber den Leuten, die da wirklich Ahnung von haben. Also ich denke mal, bei den Jungs von Global Traveler TV wird es gar nicht mehr so lange dauern. Dann wird man da was über den neuen Istanbuler Flughafen finden. Ihr findet die Jungs und ihren Kanal selbstverständlich in der Infokarte. In diesem Jahr wird der neue Flughafen dann erst einmal eine mögliche Kapazität von bis zu 90 Millionen Passagieren pro Jahr erreichen. Das ist schon eine ganze Menge. Damit hat man zu den 70 Millionen Passagieren, die man sich jetzt vom Atatürk-Flughafen rüberholt, damit hat man also erstmal einen guten Puffer für die nächsten Jahre, was das Thema Kapazität an diesem Airport angeht. Und dann muss man natürlich jetzt erst einmal schauen, wie der Flughafen dann wirklich in den nächsten Monaten und Jahren bei den einzelnen Fluggesellschaften, aber auch bei den ganzen Passagieren ankommt. Das wird aber nicht allzu schlecht sein. Und dann wird man den Flughafen je nach Bedarf Stück für Stück immer weiterbauen. Aktuell befindet man sich noch in der Etappe 1b. Diese Bauphase läuft also aktuell noch. Mit der möchte man dann im Jahr 2020, also bereits im nächsten Jahr, die dritte Start- und Landebahn fertigstellen. Aktuell hat man noch zwei davon. Außerdem soll dann auch die Metroanbindung zum Flughafen fertig sein. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt wohl noch die größte offensichtliche Schwachstelle des neuen Istanbuler Flughafens. Der ist nämlich nicht annähernd so gut an die Stadt Istanbul angebunden, wie das jetzt beim Atatürk-Flughafen der Fall war. Aber wie gesagt, der Flughafen ist erst einmal zugeschnitten auf Umsteigepassagiere und das sind natürlich alles Problematiken, die sich in den nächsten Monaten und Jahren wohl noch recht zügig lösen lassen. Und wenn wir nochmal bei dem Atatürk-Flughafen sind, normalen Passagierbetrieb wird es dort ab heute tatsächlich nicht mehr geben. Dafür hat man den Flughafen heute quasi dicht gemacht, aber man wird dort noch einige Frachtflugzeuge und auch Geschäftsmaschinen landen sehen. Aber ansonsten wird dieser Flughafen tatsächlich in den nächsten Monaten immer weiter zurückgebaut. Also er wird quasi soweit es geht abgebaut, beziehungsweise zu einem Kongresszentrum umgebaut. Es wird quasi ein großer Veranstaltungsort draus gemacht. Die nächste für die Passagierkapazität am neuen Istanbuler Flughafen interessante Bauphase soll bis zum Jahr, zumindest laut aktuellem Planungsstand, bis zum Jahr 2025 abgeschlossen sein. Dann wird es dort 5 Start- und Landebahnen geben und ein zweites Terminal, was dafür sorgen soll, dass die Passagierkapazität weit über die 100 Millionen Passagiere pro Jahr ansteigt. Und damit könnte man aus dem neuen Istanbuler Flughafen tatsächlich einen der größten Flughäfen der Welt machen. Die sechste und erst einmal letzte Start- und Landebahn, die wird dann bis zum Jahr 2027 fertig sein und soll dann die Passagierkapazität auf bis zu 200 Millionen Passagiere pro Jahr erhöhen. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Ist aber auch alles noch wahnsinnig weit weg. Mal schauen, wie das dann alles vonstatten geht. Aber es ist ein wahnsinnig interessantes, sehr spannendes und natürlich auch enorm wichtiges Projekt für Istanbul. Und da beobachten wir natürlich alles, was da so abgeht. Das beobachten wir weiter. Ansonsten war es das mit den Informationen zum großen Umzug der Turkish Airlines zum neuen Flughafen. Und ich hoffe wie immer, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Ich freue mich wie immer über Feedback zum Video. Klamotten wie diese hier, die findet ihr unter dem Video. Würde ich mich auch sehr drüber freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.